Es ist der Liebesfilm aller Liebesfilme. Der wunderbare Schmachtmovie Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman. Vivian, ich möchte dir ein Angebot machen. Was für ein Angebot? Willst du nicht die ganze Woche mit mir verbringen? Das ist ja ein Ding. Also Pretty Woman ist, glaube ich, einer der besten Filme, die je gemacht wurde, so ungefähr. Ich liebe Pretty Woman. Ich finde, das kann man auch tausendmal anschauen. Das ist auch so ein Liebesfilm, kann ich mir auch noch mal angucken. Der ist amüsant und lustig. Und ich gucke mir den als Wiederholung auch immer noch gerne an. Na, suchen Sie was Bestimmtes? Ja, ich suche den Weg nach Beverly Hills. Können Sie mir den sagen? Natürlich. Für 5 Mäuse. Sie können doch dafür kein Geld verlangen. Ich kann tun, was ich will, Baby. Ich kenne ja den Weg. Ein Millionär gabelt eine Prostituierte auf und engagiert sie für eine Woche. Ich hätte auch 4.000 gezahlt. Bis heute Abend. Baby, ich werde so nett zu dir sein, dass du nicht willst, dass ich jemals wieder gehe. Aus dem Geschäft wird Liebe und Vivian verwandelt sich von der Bordsteinschwalbe in eine umwerfende Society Lady. Pretty Woman ist ja ein Märchen der Moderne. Also ist ja einfach so, das ist, glaube ich, das, was sich alle wünschen. Hast du mich vergessen? Du siehst umwerfend aus. Mit dieser märchenhaften Love Story erobern Julia Roberts und Richard Gere vor genau 27 Jahren die Herzen der Zuschauer im Sturm. Wenn du nicht so herumzappelst, siehst du wunderschön aus. Geheimnisvoll. Eine unglaublich schöne Julia Roberts, die noch blutjung ist und diese wunderbaren, tollen Haare hat. Und diese unglaublich langen Beine, die in diesen Overknees stecken, in diesen Lack-Overknees. Die Mütze, die total cool ist. Richard Gere, der auch unglaublich gut aussieht in dem Film. Pretty Woman spielt 463 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. In Deutschland schauen allein 18 Millionen Menschen den Film bei der Erstausstrahlung im TV. Und das liegt vor allem daran, Richard Gere und Julia Roberts haben auf der Leinwand einfach eine unglaubliche Chemie. Also, wenn man es genau nimmt, reden wir über 2,20 Meter, die dich umschlingen. Eine Therapie, die du von mir für einen absoluten Sportpreis bekommst, für 3.000 Dollar. Ist glatt geschenkt. Viele Szenen funktionieren, weil sie Natürlichkeit besitzen und authentisch wirken. Diese berühmte Situation ist in Teilen sogar improvisiert. Irgendetwas fehlt noch. Was denn? Das Kleid, ich glaube nicht, dass da noch was reinpasst. Wirf einfach einen Blick hier rein. Und gerat nicht gleich aus dem Häuschen. Alles nur geliehen. Denn der plötzliche Schatullenschnapper stand so nicht im Drehbuch. Julia Roberts ist damals 21 und weitgehend unbekannt, als sie die Rolle übernimmt. Ihr typisches Pretty Woman-Lachen macht sie über Nacht weltberühmt. Was kaum einer weiß, hier kitzelt der Regisseur Gary Marshall Julia Roberts die Füße, um das Lachen noch echter klingen zu lassen. Es sind diese Szenen, die sie für die Zuschauer auf ewig zur Pretty Woman machen. Ich kann gut damit leben, für den Rest meines Lebens Pretty Woman genannt zu werden. Man kann nicht über Pretty Woman reden, ohne einen kurzen Blick auf die Mode zu werfen. Es gibt so viele ikonische Outfits von Julia Roberts in dem Film. Ja. Ich sag nur dieses Kleid mit den Punkten, was sie bei dem Poloturnier trägt irgendwie. Dann die Hüte, der Schmuck. Pretty Woman, walking down the street. Denn der Film ist eine modische Liebeserklärung an die 80er. Knappe Tops, Overknee-Stiefel und opulenter Schulterpolster-Schick von Italo-Designer Nino Cerutti. Am Ende ist es eindeutig Liebe. Sowohl für den Zuschauer als auch für Edward und Vivian. Das ist so ein Happy End, das freut mich total. Auch wenn es natürlich im wahren Leben eher unwahrscheinlich ist, aber schon sehr süß. Und was passiert, nachdem der Prinz die Prinzessin aus dem Turm gerettet hat? Die Prinzessin rettet daraufhin sein Leben.
Richard Gere und Julia Roberts. Das wohl fabelhafteste Filmpaar der 90er Jahre. Und damit Platz 1 der schönsten Liebesfilme aller Zeiten.